Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Diskussionsrunde heute Vormittag, in der es um die Frage gehen soll, warum man in Bewegung kommen oder bleiben sollte und ehrlich gesagt auch, wie man das am besten anstellt. Zugeschaltet sind uns drei Menschen, die davon berichten können, denn alle drei, ich glaube, das kann ich wirklich sagen, lieben Sport. Ich begrüße ganz herzlich Traudl Botor. Sie ist uns aus Lahr im Schwarzwald zugeschaltet. Und sie sagt ganz klar, Turnen, das ist für mich Lebensqualität. Herzlich willkommen, Frau Botor. Herzlich willkommen. Dann ist uns Gerd Weingart zugeschaltet. Seit 66 Jahren passionierter Ruderer. Er trainiert im Deutschen Ruderclub Hannover. Und von dort aus begrüßen wir ihn jetzt ganz herzlich. Herzlich willkommen, Herr Weingart. Ja, herzliche Grüße zurück aus Hannover. Und von der Deutschen Sporthochschule in Köln begrüßen wir Professor Ingo Frohböse. Auch er ist uns zugeschaltet und zwar nicht aus Köln, sondern im Moment noch von unterwegs. Die digitale Technik macht es möglich. Das ist sehr schön, dass Sie bei uns sind, Herr Frohböse. Herzlich willkommen. Sehr, sehr gern, Frau Dellis. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich würde gerne diese Runde mit einer Frage beginnen, die eigentlich ein bisschen unhöflich ist, aber die man unseren Gesprächsgästen so gar nicht ansieht. Deswegen möchte ich gerne, Frau Botor und Herr Weingart, wenn Sie uns Ihre Alter verraten würden, denn ich würde mal wetten, unser Publikum läge jedes Mal daneben. Frau Botor, würden Sie dieses Geheimnis mit uns teilen? Ich bin 89 Jahre alt. 89 Jahre. Beeindruckend, oder? Und Herr Weingart? 81. Also wir sehen, Herr Frohböse, mögen Sie auch noch, also so als Jungspund in der Runde? Ja, da bin ich ja fast noch in der Pubertät, so kann man das beschreiben. Ich werd bald 65. Haben Sie denn eigentlich auch so einen Sport, für den Sie sehr brennen, Herr Frohböse? Weil die Frau Botor, haben wir gehört, ist Turnerin, der Herr Weingart rudert seit mehr als 60 Jahren. Haben Sie einen Lieblingssport? Ja, also meine Frau und ich, wir laufen halt fast jeden Tag. Und mache darüber hinaus noch Muskeltraining. Aber unser Lieblingssport ist letztendlich, gerade wenn wir in den Bergen mit dem Rad unterwegs sein können, das fasziniert uns immer sehr. Also richtig Mountainbiking oder so eine Alpenüberquerung? Nee, wir sind da schon ziemlich strange unterwegs. Also wir haben auch schon vollgefederte Mountainbikes. Es wird zum Glück etwas ruhiger. Es war schon stellenweise sehr gefährlich. Und heutzutage fahren wir auch sehr gerne Rennrad. Das ist so eine Lifetime-Sportart, die man in jedem Alter wunderbar machen kann. Frau Botor, ich würde gerne von Ihnen wissen, wie hat denn das bei Ihnen eigentlich mit dem Turnen angefangen? Also wie sind Sie dazu gekommen? Ja, das war nach dem Krieg 1946. Da war ich 13 oder bald 14 und da hat der Turnverein, damals war ich in Mosbach, hat der Turnverein dann wieder angefangen, überhaupt zu existieren. Und es war die einzige Möglichkeit, überhaupt Sport zu treiben oder auch Geselligkeit. Wir hatten keine anderen Möglichkeiten und deshalb war der Turnverein damals unser Leben. Das heißt aber, wir haben nicht nur geturnt, wir haben Leichtathletik gemacht im Sommer, DLRG, Ausflüge, Wanderungen, sind auf Turnfeste gefahren, also oft mit dem Fahrrad in der näheren Umgebung, später auch natürlich weiter weg. Und das erste größere Erlebnis war dann das Deutsche Turnfest in Frankfurt 1948, wo allerdings nur die englische und amerikanische Zone mitmachen durfte. Jetzt lebe ich in Südbaden in Lahr und die Südbadener Turner durften auf keinen Fall damals nach Frankfurt, aber sie sind illegal über die Grenze. Naja, und heute dürfen Sie nicht nach Hannover. Das ist ja fast tragisch. Frau Botor, wie sieht es denn aus? Haben Sie das Ihr ganzes Leben gemacht? Also auch in der Zeit, wo man sagt, Mensch, da habe ich Kinder aufgezogen, da hat man so alles um die Ohren. Also ich habe dann 1948 im Turnverein schon ehrenamtlich angefangen als Übungsleiterin. Ne? Damals hat man nicht Übungsleiterin gesagt, für Schülerinnen. Und ab 1948 bin ich eigentlich ununterbrochen in vielen verschiedenen abwechselnden Ehrenämtern tätig bis heute. Und ich habe dann geturnt, ich habe Sport studiert in Heidelberg. Da waren ja alle Sportarten gefragt. Dann war ich auf deutschen Hochschulmeisterschaften 4 Jahre lang. Und dann habe ich natürlich Sport unterrichtet, Sport, Englisch, Französisch im Gymnasium. Und habe nebenher immer im Turnverein Lahr, war ich dann inzwischen
Gruppen gehabt, meistens junge Mädchen, später dann in der rhythmischen Sportgymnastik, also auch Leistungssport bis zu deutschen Meisterschaften. Und nachdem Schule vorbei war, habe ich gesagt, jetzt mache ich was für die Älteren. Habe immer nur für Jüngere was gemacht, jetzt sind die Älteren dran und das mache ich seitdem, also jetzt schon wieder fast 30 Jahre. Also wäre es mit Fug und Recht könnte man sagen, Sport ist ihr Leben, ja? Höre ich das richtig raus? Ja, natürlich. So wie der Herr Dr. Grönemeyer sagt, turne bis zur Urne, das ist eigentlich mein Leitspruch. Wie oft trainieren Sie denn heute noch und wie genau sieht so ein Training aus? Also wir haben die 89 noch im Hinterkopf. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also nun zunächst habe ich meine Turngruppe, die aber, da sind auch andere Übungsleiter mit dabei. Wir haben angefangen, gesund und fit, 50 plus, inzwischen könnte man natürlich sagen 70 plus. Die Gruppe kommt jeden Freitag zusammen und ist gemischte Gruppe. Wir sind in einer Tennishalle, weil wir keine Turnhalle, keine Sporthalle bekommen haben, aber das geht sehr gut. Und es ist ganz wichtig, dass man sich jeden Freitag trifft, vielleicht auch anschließend zum Essen, weil das am Vormittag natürlich ist. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte, wenn ich mit Älteren arbeite, am Vormittag arbeiten. Es sind natürlich viele alleinstehende Frauen. Und da war der Vormittag einfach angesagt. Und das hat sich sehr bewährt. Dann mache ich mittwochs mache ich Tai Chi und im Sommer im Park. Das ist überhaupt das Allerbeste. Und das bin ich aber nicht die Übungsleiterin. Außerdem gehe ich ein-, zweimal in der Woche ins Fitnesscenter. Und jetzt habe ich zu Hause auch ein Fahrrad, ein sehr bequemes, wo ich im Sitzen, also fast im Liegen, Fahrrad fahren kann. Ja, das ist die sportliche Betätigung. Aber das heißt dann, wenn ich das mal zusammenrechne, gerade Sie haben das Freitagsturnen, dann gibt es mittwochs Tai Chi, dann gehen Sie zweimal in der Woche ins Fitnessstudio und es gibt noch das Fahrrad. Das heißt, Sie sind eigentlich jeden Tag aktiv, oder? Ja. Oder gibt es einen Pausentag? Möglich machen. Auch als dann Lockdown kam, habe ich viel hier im Internet gemacht, einen Yogakurs mitgemacht. Das ging also dann auch sehr gut und habe mich auch, habe mal die Programme angeschaut im Fernsehen, gerade im Bayerischen Rundfunk, hat man jeden Tag viermal Gelegenheit, eine Viertelstunde irgendwas zu machen. Also die Programme sind auch besser geworden im Laufe der Zeit, habe ich festgestellt. Und da ist eigentlich auch für jeden was dabei. Das habe ich dann auch meiner Gruppe empfohlen. Und viele machen es auch heute noch. Schön. Herr Weingart, wie war denn das bei Ihnen? Wie sind Sie zum Rudern gekommen und warum sind Sie dabei geblieben? Dazu gekommen bin ich, ja, mein Freund musste rudern, weil Papa immer Skat spielte mit anderen Bauunternehmern. Die trafen sich eben im Ruderclub. Und dann hat Papa gesagt, also der Kerl muss jetzt rudern und ich war Fußballer. Und was macht man? Man geht mit seinem Freund einfach mit, aber damals war das alles nicht so einfach. Also bei uns war das Geld ein bisschen knapp, oberhalb vom Schornstein hing der Hering, damit er ja nicht gegessen wurde. Und so ein Ruderverein kostete auch damals relativ viel Geld im Vergleich zu anderen Sportarten. Das ist nach wie vor relativ teuer. Aber irgendwie haben wir das hingekriegt und ja, ich bin einfach dabei geblieben, weil es Spaß gemacht hat. Und es ist, wenn Sie auf dem Wasser sind, sind Sie in einer anderen Welt. Das ist das eine. Aber es ist auch so, Rudern ist gerade in der Mannschaft Selbstaufgabe für die Gemeinschaft. Und man kriegt praktisch Gemeinschaft zurück. Und das ist ein ganz tolles Lebensgefühl. Man wie oft trainieren Sie? Ja. Denn sonst ist jeder Einzelne da verlassen. Also im Achter alleine, also ich habe einen Kumpel dabei, der konnte den Achter locker um die Ecke ziehen. Kann er jetzt leider nicht mehr. Aber der hat das auch nur aus Spaß am Vergnügen gemacht. Ansonsten musste der sich auch genauso einordnen, weil sonst ist, wenn man sich nicht einordnet, ist es weniger. Das ist ganz witzig dabei. Trainieren Sie denn genauso häufig wie die Frau Botor noch? Also sind Sie auch mehrmals in der Woche auf dem Wasser? Also wir sind praktisch seit meinem 30. Lebensjahr so ganz grob zweimal die Woche auf dem Wasser.
Wir treffen uns, das hat sich damals so aus anderen Gründen ergeben, immer jeden Montags und Donnerstags haben wir gesagt, gehen wir in den Ruderclub. Egal wie viele Leute wir sind, wir gehen da einfach hin. Aber wenn um die 30, da wird der eine heiratet, der nächste muss sich um seine Kinder kümmern. Wir alle mussten uns um den Beruf kümmern. Und in dem Alter ist das ja auch so, mit dem 8-Stunden-Tag im Berufsleben war das bei uns allen nicht so einfach. Das hatten wir also nur an Ausnahmetagen. Theoretisch hätten wir also damals beispielsweise 120 Mal die Woche im Jahr gerudert. Geschafft haben wir ungefähr so 50, 60, weil andere Dinge sind in dem Alter wichtig. Später und heute? Ich wollte gerade sagen, heute als Rentner sind die meisten zwar mit Enkeln, mit Urlaub oder mit kleinen Bewegungen beschäftigt, aber trotzdem, wir kommen immer so im Schnitt auf 800 bis 1200 Ruderkilometer im Jahr. Und bei einer Strecke, die wir im Normalfall mit 12 Kilometern zurücklegen, ist das eine ganz schöne Leistung, wie häufig wir da sind. Und was wichtig ist, vorm Rudern ein gewisses Lästern über den anderen und es auch zu genießen, wenn man gelästert wird. Und was noch wichtiger ist, hinterher eine Stunde gemeinsam schwatzen, auch mal Sorgen und Problemchen anschneiden. Aber wichtig ist, gemeinsam Spaß zu haben und zu lachen. Herzlichen Dank. Ja, das kann ich mir vorstellen, Herr Frohböse. Wir haben ja jetzt zwei ältere Herrschaften, das kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, beide Ü80 gehört, die unglaublich passionierte Sportler sind und unglaublich fit. Ist das aber nicht ganz typisch für Senioren und Seniorinnen, vermute ich, oder? Was weiß man da? Weiß man das aus der Wissenschaft? Ja, das weiß man in der Tat wirklich. Also das heißt, wir wissen, dass die Menschen immer unbeweglicher werden, also auch unsportlicher werden und leider auch die ältere Generation. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Ich mache ja immer einmal im Jahr eine Studie, wie gesund lebt Deutschland. Und aus der gesamten Bevölkerung sind zwei Gruppen, die mir die größten Sorgen machen. Das sind eben die bis 30-Jährigen, die immer weniger den Weg zum Sport finden. Und darüber hinaus dann die Gruppe eben der Älteren, weil die es nicht schaffen, weil die es nicht schaffen, letztendlich doch sich zu aktivieren, nachdem die ersten Problemchen so eingestiegen sind. Also das, was wir hier haben, sind total positive Beispiele und ich freue mich darüber, das wirklich so zu hören. Und daran erkennt man ja auch, je oller, je doller heißt ja so ein bisschen das Motto auch. Je älter wir also werden, umso wichtiger ist es, etwas für sich zu tun. Wissen Sie denn auch was darüber, woran es scheitert? Sie sagten gerade, naja, nach den ersten Bewegchen finden die den Weg nicht mehr zurück. Ist das so ein bisschen, ist das dann eine Unsicherheit oder was ist das, woran es dann bei den Älteren scheitert? Oder wird es dann irgendwann eine Bequemlichkeit? Woran liegt es? Ja, es ist schon, also Bequemlichkeit ist das eine. Man hat es dann auch verlernt. Das muss man aber ganz klar sagen. Man traut sich nicht mehr. Viele sagen ja, es lohnt sich auch nicht mehr, was ganz falsch ist. Es lohnt sich immer, heute mit der Bewegung zu beginnen. Und zum Zweiten ist es so, dass ja so ein bisschen auch in unserer Gesellschaft immer das Motto, wenn man denn etwas hat, dann schon dich besser. Auch diese Botschaft ist nicht keine gute Botschaft, sondern ganz im Gegenteil. Der Körper hängt am Tropf der Bewegung. Das heißt, alle Strukturen leben davon, gereizt, genutzt und entwickelt zu werden. Und das kann man in jedem Alter machen. Ich sage immer, die Körperzellen sind fast alle immer in der Pubertät und können immer trainiert werden, sind also immer leistungsfähig. Und die Beispiele sehen wir ja hier. Frau Butor, der Herr Weingart hat eben so schön erzählt, also dass ihn auch diese Gemeinschaft in seinem Verein so sehr motiviert. Wie ist das bei Ihnen? Was würden Sie sagen, was ist für Sie die größte Motivation? Für die Menschen, die kommen. Für die Menschen, nee, für Sie persönlich. Für mich persönlich. Ja, für mich ist natürlich schon wichtig, dass ich viele Leute überzeuge, schon die Schüler und Schülerinnen. Ich wollte immer alle überzeugen, dass sie ein Leben lang Sport machen. Also jetzt nicht nur in der Schulstunde, sondern, und viele haben mir später auch bestätigt, dass es geholfen hat, dass sie wirklich was gemacht oder was tun. Aber das war meine Überzeugung schon immer, dass lebenslanger Sport wichtig ist und davon will ich halt möglichst viele überzeugen und es ist mir auch bei ganz vielen gelungen. Und bei den Älteren finde ich es halt ganz wichtig, dass sie, ja, ich habe da einen Dreiklang, wie der Herr Professor Frohböse, bei ihm sieht er ein bisschen anders aus, der Dreiklang, aber mein Dreiklang ist wirklich
Jetzt fürchte ich, hängt die Frau Botor gerade. Jetzt sind Sie wieder da. Frau Botor, könnten Sie... Achso, ich kann ja eben reingehen. Ich glaube, sie ist wieder da. Okay. sagen Sie den Satz, den letzten, den Sie gesagt haben, nochmal bitte und dann gebe ich sofort weiter an Herrn Professor Frohböse. Ich weiß nicht, was ich als letztes gesagt habe. Ihren Dreiklang. Ja, also der Dreiklang, ja, für mich ist der Dreiklang. Ich will noch ein bisschen was anderes ausführen. Sport ist ja für viele eigentlich auch, wenn sie sportfremd sind, ist es für viele eher abschreckend, das Wort und der Begriff Sport, weil sie sich Leistungssport darunter vorstellen. Und da muss man mal zuerst überzeugen, die Leute, dass es der Sport einfach Bewegung ist. Also Bewegung ist das bessere Wort, wenn man auch Sportmuffel überzeugen will. Und Bewegung eben als Dreiklang, beweglich bleiben, körperlich, geistig und sozial. Und das Letzte ist für die Leute, die in meine Stunde kommen, genauso wichtig wie die Bewegung, dass sie nämlich in der Zeit, wo sie vielleicht Freunde verlieren, neue Freunde finden, wie mir auch mal jemand gesagt hat, und dass sie einen festen Termin in der Woche haben, dass sie wissen, wir können uns austauschen, dass sie wissen, oh, heute gehen wir mal zusammen essen oder wir machen einen Ausflug. Die Dinge sind sehr, sehr wichtig und es ist halt bei den Älteren wirklich so, dass die Vereinsamung oder das Isoliertsein sie wegbringt von allem, auch geistig. Und da möchte ich gern diese Bewegung in jeder Richtung erhalten. Herr Frohböse, Sie wollten was ergänzen. Ja, ich wollte sagen, gerade ist ja mein Dreiklang angesprochen worden. Und mein Dreiklang, der lautet in der Tat anders. Der heißt Ernährung, Bewegung und Regeneration. Regeneration ist für mich ein in dieser Gesellschaft relativ unterschätztes System, weil wir gar nicht so wissen, wie regenerieren und reparieren wird. Also ich sage Ihnen, je älter ich werde, umso mehr weiß ich, dass restauriert, repariert und renoviert werden muss. Und das am besten jeden Tag. Was ich damit meine, ist so eine gewisse Form der Erneuerung. Denn wir haben alle die Ressourcen und die Möglichkeiten, dass wir uns ständig erneuern. Um mal so ein paar Zahlen zu sagen. Wir haben eine Blutwäsche dreimal im Jahr. Also dreimal im Jahr haben wir alle ein neues Blut. Knochen, Walle, Axt wachsen alle 15 Jahre, Muskeln alle 12 bis 15 Jahre, die Haut alle 20 bis 50 Tage. Das heißt, also es wird ständig repariert. Dafür muss ich aber etwas tun. Und zwar einen Stimulus setzen, einen Reiz setzen. Das ist die Bewegung, damit alles mit die Zelle wirklich lernt, sich auch wieder zu erneuern. Und zum Zweiten müssen auch die Baustoffe dem Körper gegeben werden. Und das ist letztendlich das Protein. Und Protein, und das würde ich wirklich auch nochmal hier in die Runde hinein sagen, ist für mich ein ganz wichtiges Mittel, um wirklich die Belastung des Sports und des Alltags so zu kompensieren, dass der Körper wieder aufbauen kann. Also dazu gehört Fisch oder Fleisch. Dazu gehören Linsen, Hülsenfrüchte, Tofu oder Sojaprodukte. Die müssen jeden Tag auf den Teller. Und je älter ich werde, umso wichtiger ist das sogar. Und Sie sprachen die Regeneration an. Das heißt, was würden Sie sagen, welcher Rhythmus ist dann gut? Ist das individuell oder gibt es da auch Standardwerte? Ja, es gibt schon Standardwerte. Wir müssen aber erstmal sagen, dass je älter wir werden, umso länger brauchen wir Regenerationszeiten. Umso länger ist sie einfach. Haben wir früher im Sport sofort am anderen Tag trainieren können wieder, ist das heutzutage nicht mehr der Fall. Das bedeutet also, nehme ich mal so ein Beispiel des Ruderns. Ne? Da brauchen wir ungefähr 48 bis zu 48 Stunden ist eine hohe muskuläre Belastung, um wirklich die Reparatur abzuschließen, mindestens. Mache ich ein Muskeltraining, brauche ich schon mal 3 Tage beispielsweise, um die Kompensation des Trainings zu erfahren. Mache ich einen Spaziergang, einen ruhigen Spaziergang, dann kann ich das ruhig jeden zweiten Tag machen. Aber dem muss ich einfach gerecht werden. Zu viel und zu häufig ist genauso falsch wie zu wenig. Frau Botor sprach es eben an, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, dass sie sagte, Mensch, viele fangen nicht mit Sport an, weil das klingt sofort nach Leistung, das klingt nach Verpflichtung, das klingt nach was, was nicht attraktiv ist. Sie sagt, Mensch, Bewegung, das ist so niederschwelliger. Ist das was, was Sie auch beobachten, dass Sie sagen, eigentlich muss man das mehr ins Leben zurückholen, die Bewegung, und nicht so sehr auf so etwas Abstraktes abzielen? Ja, 100%. Ich denke, dass Sport, dass zum Sport viele keinen Zugang finden. Die haben auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht und trauen sich auch nicht mehr. Ich würde mir schon wünschen, dass die Bewegung des Alltags wieder deutlich mehr, also wertgeschätzt werden, also Bewegungspunkte im Alltag sammeln. Das sollte das Motto für uns alle sein. Und wirklich ganz bewusst sich auch darüber freuen, wenn bestimmte Wege zurück
zurückgelegt werden müssen. Dass man nicht alles mit dem Auto macht. Dass man eben Wege wirklich bewusst sucht, wenn man mit dem Auto fährt und sich freut, dass der Parkplatz etwas weiter weg ist. Oder dass man bewusst einfach nicht stundenlang vom Fahrstuhl wartet, sondern wirklich sich mal vornimmt, okay, 1 bis 2 Etagen vorher auszusteigen oder eben hochzugehen. Also Bewegungspunkte zu sammeln ist etwas anderes als Sport, aber die Wertigkeit ist nicht zu unterschätzen. Der Herr Weingart, der sagte gerade so, darf ich Sie fragen, jetzt neben Ihrem Rudertraining, wie integrieren Sie sonst noch Bewegung und Sport in Ihren Alltag? Einfach indem ich, wo es geht, spazieren gehe. Und zwar hier von Haus aus los zu unserem Veranstaltungsort, hinten durch den Garten durch. Das ist, und dann um den Zoo herum. Das ist eine 1,5 Stunden bei fast jedem Wetter. Oder ich gehe hier in Hannover zur Lister Meile irgendwie etwas einkaufen, was ich also auch vor der Haustür hätte erledigen können. Das ist eine 3/4 Stunde durch die Allenriede hin und her. Es ist einfach Bewegung. Und ich finde, Bewegung tut einfach gut. Bewegung kann und ist und wird auch immer ein bisschen Anstrengung sein, aber hinterher ist doch da einfach ein herrliches Gefühl, wenn man entspannt zu Hause dann im Sessel sitzt. Um mal vielleicht noch mal eine Zahl zu sagen, um das zu unterstützen. Wir wissen ja alle, wir haben ja oft so, denken wir, hoffentlich bleibt unser Gehirn noch lange leistungsfähig. Beispielsweise, je älter wir werden. Und wenn wir einen Spaziergang machen, dann erhöht sich die Durchblutung im Gehirn um 30%. Und wir wissen doch alle, was Durchblutung bedeutet. Sauerstoff im Gehirn, Nährstoffe wieder, Versorgung. Und das hält frisch und vital. Das heißt also, jede körperliche Aktivität wirkt sich auch positiv auf die Hirnleistungsfähigkeit aus. Ich darf nicht immer nur darüber nachdenken, dass ich wirklich sportlich aktiv sein muss. Nein, körperliche Aktivität hat unheimlich viel Einflüsse auf die unterschiedlichen Strukturen unseres Körpers und insbesondere auch auf unser Gehirn. Wir haben ja jetzt hier zwei Menschen. Herr Weingart, Ihr Wort. Ja, kann ich nur unterstützen. Also die Typen, mit denen ich zusammen bin, der junge Hüpfer da, der ist 75 oder sowas. Aber die anderen, der Älteste ist 85. Aber es macht immer noch Spaß, sich mit denen zu unterhalten. Und in der Art, wie wir reden, das ist genau wie ich jetzt hier rede, die sind noch voll da. Und das macht einfach Spaß. Ich würde gerne einen, ja. Sie hätten eins gesagt, Herr Professor Pröse. Regeneration. Also ich habe dieses Jahr eine Ruderwanderfahrt in Polen gemacht. Da haben wir täglich gerudert zwischen 25 und 45 Kilometer eine Woche lang. Das geht. Wegen der Frage der Erholung. Das ist natürlich auch, wenn man da rudert, man ist hinterher zwar platt, aber man ist nicht ausgelaugt dabei. Deswegen ist es immer eine Frage der Dosis, wie Sie es dosieren. Genau. Und zum Zweiten sind Sie auch trainiert. Das heißt also, man darf das nicht vergleichen mit Altersgenossen sozusagen, die eben deutlich größere Probleme haben, das überhaupt einmal zu erbringen. Ist schon, wenn Sie das 5-mal machen, schon eine richtig tolle Leistung. Also super. Ich würde gerne einen Aspekt noch ansprechen, den die Frau Botor eben ins Spiel gebracht hat, dass sie sagte, ich versuche die Leute zu motivieren, ihre Kinder schon zu schicken zum Turnen und die Kinder zu motivieren, als Jugendliche dran zu bleiben und das sozusagen das ganze Leben durchzuziehen. Herr Frohböse, weiß man irgendwas von Seiten der Wissenschaft, wie wichtig ist das, dass die Leute als Kinder schon anfangen, dass man sich Sport quasi angewöhnt? Ja, es gibt ja ganz bestimmte motorische Lernphasen. Wir werden ja mit einem Klumpatsch an Gehirnzellen geboren. In den ersten 6 Jahren ist es so, dass das Gehirn sich ausdifferenziert. Das heißt also, Wachstumsprozesse werden durch körperliche Aktivität in der Kindheit, gerade in den ersten 6 Jahren, total stimuliert. Wir wissen ja, dass Kinder ihre Umwelt explorieren, erfahren, indem sie unterwegs sind. Erstmal fangen sie nur an mit Mund- und Handbewegung. Und dann wird der ganze Körper irgendwann eingesetzt und dadurch lernt das Gehirn, differenziert sich aus und wird quasi leistungsfähiger. Dann gibt es die Phase etwa ab dem 6. bis 8., 9. Lebensjahr, wo Koordination entwickelt wird. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
mit dem Ball zu spielen, bestimmte Rhythmen zu lernen, auch Turnen beispielsweise zu erfahren. Das macht man in diesem Alter zwischen 6 und 9 Jahren. Und ab dem 10. Lebensjahr etwa geht es um Wettkämpfe. Da lernt man Niederlage, da lernt man Siege, da lernt man Emotionen, da lernt man soziale Kontakte. All das sind Lernprozesse, die im Sport wie eine Lupe quasi stattfinden und wunderbar die Entwicklung und damit die Persönlichkeit des Kindes so prägen, dass ein ganzes Leben davon profitiert werden kann. Das weiß die Wissenschaft. Ja. Aber jetzt sagten Sie ja eben schon mal, es gibt aber umgekehrt keinen Zeitpunkt, wo man sagen kann, jetzt ist es echt zu spät. Komm, jetzt bleib auf dem Sofa. Ja, das muss ich schon sagen. Es gibt immer Wachstumsprozesse, die in jedem Alter stattfinden. Aber man wird nicht mehr zur Balletteuse, man wird nicht mehr am Reck hängen können und eine Kippe machen können. Das geht nicht. Aber so grobmotorische Aktivitäten, die sind immer möglich. Das heißt, das Klassische wie Gehen, Walken, Radeln, was man immer mal so ausgeführt hat, das ist in jedem Alter möglich. Nur so richtig motorische Lernprozesse. Man wird nie mehr zu einem Ballartisten werden können, wenn man das nicht in der Kindheit gemacht hat. Frau Botha, Sie wollten was ergänzen. Schwimmen ist ja auch so eine Sache, die man immer machen kann. Und ganz wichtig, wenn man es auch früh gelernt hat, weil wenn man als Kind schwimmen lernt und Freude hat, das kann man immer beibehalten, zum Beispiel. Traudl Botor hat übrigens an einer Aktion teilgenommen, das möchten wir Ihnen hier auch nicht verschweigen. Die trägt den schönen Titel Wer rastet, der rostet. Und gesucht wurden dabei Menschen über 60, die leidenschaftlich gerne Sport treiben und eben, wie Frau Botor auch, andere zum Mitmachen motivieren. 12 Personen wurden ausgewählt und von einem bekannten Fotografen fotografiert. Und die anderen 11, also Frau Botor kennen Sie ja schon, aber die anderen 11 würden wir Ihnen jetzt auch gerne vorstellen. Dazu haben wir einen ganz kurzen Film vorbereitet. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, lernen Sie diese beeindruckenden Menschen kennen. Film ab. Mit unserer Aktion Wer rastet, der rostet haben wir Seniorinnen ab 60 aufgerufen, sich bei uns zu bewerben mit Fotos, die sie in Bewegung und beim Sport machen zeigen. Bei dem Sport, der sie selber begeistert und mit dem sie auch andere Leute begeistern wollen. Und wir haben über 200 Bewerber bekommen, hatten Schwierigkeiten auszusuchen, wen wir jetzt aussuchen sollen, weil so viele tolle Sachen dabei waren, die gezeigt haben, wie beweglich und wie bewegt Menschen auch noch ab 60, 70, 80 sind. Jetzt haben wir es aber geschafft, haben 12 Leute ausgesucht und diese 12 werden jetzt von Herrn Carsten Tormehlen porträtiert. Wir nehmen ein kleines Video auf. Und danach werden alle 12 nochmal eingeladen zum Seniorentag in Hannover. Ja. Ich sag immer, ihr müsst das machen, was euch Spaß macht. Sieger wirst du erst, wenn du die Ziellinie überschritten hast. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe gelernt zu verlieren und mit der Niederlage ordentlich umzugehen. Hauptsache, der Sport, der Spaß am Sport bleibt mir erhalten. Ich gebe zu, ich bin 6,5 Jahre an 2 Krücken gegangen. Und dann hatte ich einen sehr motivierenden jungen Orthopäden, der hat mir gesagt, Sie kriegen die Krücken weg, wenn Sie mindestens 3-mal die Woche 2 Stunden ins Fitnessstudio gehen. Und ich bin mit Krücken rein und ohne Krücken raus. Dass ich mir vorgenommen habe, egal was in meinem Leben kommt, dass es sich lohnt, sich aufzuraffen. Und wenn es irgendwann nur noch dieser kleine Finger ist, den ich bewegen kann, werde ich hoffentlich immer bereit sein, das zu tun, weil ich an mir diese positive Kraft spüre. Also ich denke, dass wenn man so ein Rezept weitergeben könnte, wäre es eigentlich wichtig, dass die Leute sich nicht einschränken, in sich selbst einschränken und zu viel reden oder zu viel hören, was geredet wird, sondern auch einen Maßstab in sich selbst zu haben, Werte zu haben, die man hochhalten möchte. Werte zu vermitteln, heute noch den Jüngeren, das ist meine Aufgabe, meine Pflicht. Und vor allem andere zu zeigen, es ist nie zu spät, etwas zu tun. Einfach sagen, ich habe was getan, ich habe was getan. Und man merkt auch, dass es wird wie eine Medizin. Ich nehme zum Beispiel keine Medikamente.
Sorge dafür, dass du alltagstauglich wirst. Alltagstauglich. Versauer nicht vorm PC, sondern gucke, dass du motorisch, dass du von der Koordination her, dass du von der Athletik her, von der Ausdauer her, guck, dass du da ein gutes Level erreichst. Aber alle, mit denen ich hier zu tun habe, auch beim Eishockey, die gehen alle zufrieden anschließend nach Hause. Die sagen, war das heute wieder toll. War das, Glück, die gehen glücklich nach Hause. Und ich hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre machen kann. Ich habe nie irgendwas gehabt. Ja. Ich kenne überhaupt keinen Muskelkater. Beim Sportfechten ist es so, das ist zwar sehr anspruchsvoll, aber das geht alles so schnell. Ein Zuschauer, der nicht viel davon versteht, sieht nicht viel. Ansonsten ist szenisches Fechten Theaterfechten, bekannt aus Filmen. Und das ist ja eigentlich das Fechten, was die Menschen mehr interessiert. Und schnelle Drehungen sind auch ausgelassen. Also zweimal drehen kann auch nicht jeder mehr. Wir haben ja auch Menschen von über 90 dabei. Und da muss man halt gewisse Rücksichten nehmen. Aber wer laufen kann, kann tanzen, sage ich immer. Tanzen ist das beste Gedächtnistraining. Ich habe selber das Klettern erst verhältnismäßig spät, etwa Anfang 40 angefangen. Bin Physiotherapeutin, spezialisiert auf die Behandlung von Kindern mit Behinderung. Und habe auch da gemerkt, Therapie kann nicht alles sein. Es muss auch noch was anderes geben. Also für die Behinderten ist es so, dass sie Sachen vollbringen können, die sie nie geglaubt hätten. Der Lohn ist wirklich eine unglaubliche körperliche und mentale Fitness. Und das macht das Leben einfach weiterhin schön. Man merkt nicht so wirklich, dass man älter wird. Also ich habe einen Freund und der hat in seiner unnachahmlichen Art immer gesagt, Harald, du musst was machen. Die gesamte Via Baltica, dann weiter noch in den Süden, sodass wir bis jetzt ungefähr 2000 Kilometer auf Jakobswegen durch Deutschland gelaufen sind. Wir machen es einfach an Freude an der Bewegung. So Goethe hat ja auch schon mal gesagt, nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Ja, ich denke, ich habe da nicht zu viel versprochen. Das waren wirklich ein Dutzend beeindruckende Menschen, möchte ich mal sagen. Herr Frohböse, ich hätte eine Frage. Die zweite Dame, die im Film war, die hat erzählt, sie ist 6 Jahre an Krücken gelaufen, geht jetzt 3-mal in der Woche ins Fitnessstudio und man sah sie da mit ihren Gymnastikbändern sehr selbstbewusst und aufrecht stehen und sehr fröhlich. Was kann Sport tatsächlich für die Gesundheit? Das kommt ja fast, war das jetzt ein kleines Wunder oder kann man sagen, das kann jeder erreichen? Ich kenne die Dame, die kommt aus Köln und sie geht auch bei mir in den Verein, in viele Sportgruppen hinein, deswegen habe ich mich mit ihr auch ausgetauscht. Also was ist dort an Ressourcen stehen zur Verfügung? Natürlich ist die körperliche Aktivität erstmal fürs Herz-Kreislauf-System ein Jungbrunnen. Das bedeutet also, dass wir wirklich die Funktion des Herzens und der Gefäße lange fit halten. Die Muskeln werden geschmeidiger gehalten und beweglicher gehalten. Und dementsprechend haben wir deutlich weniger Probleme mit unseren Gelenken auch. Die bleiben auch lange beweglich. Und vor allen Dingen ist es so, dass ja natürlich auch, wenn ich gerade genesen möchte, also wenn ich wirklich lange bettlägerig war, mich das Training, die körperliche Aktivität wieder zurückbringt ins körperliche Leben. Das heißt, jede Therapie wird heute wirklich aktiv gestaltet im Gegensatz zu früher. Und das ist deswegen gut, um eben die Lebensqualität der Menschen so lange wie möglich zu erhalten, weil das ist ja, was sie wollen. Sie wollen mobil bleiben, selbstständig bleiben und vor allen Dingen an ihrem Leben teilnehmen wie bisher. Und das schafft nur körperliche Aktivität. Aber das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie sagen, das war keine ganz große Ausnahme, sondern bis zu einem gewissen Grad geht sowas eigentlich immer. Oder ein Grad der Verbesserung lässt sich durch Sport immer erreichen?
Ja, auf jeden Fall. Sorry, ich fahre gerade auf dem Zug, deswegen holper ich gerade ein wenig. Aber ich komme gleich zum Stehen, dann ist alles gut, dann stehe ich stabil. Aber vom Grundsatz her, ja, es ist immer erreichbar. Man muss wirklich ein bisschen Disziplin haben. Der Leidensdruck bringt das aber manchmal natürlich auch mit. Und das ist auch das, was ich mir immer erfahre, was ich mir wünschen würde, dass die Menschen eben unabhängig vom Leidensdruck etwas tun. Aber wenn ein Leidensdruck da ist, dann kann man wirklich über körperliche Aktivität, über selber etwas zu tun, unheimlich viel erreichen. Gebt bitte nicht die Verantwortung an die Medizin oder an die Physiotherapie ab. Nein, mach es selber. Versuch selber wieder zurückzukommen. Denn das kannst du schaffen, denn der Körper hat so viele Ressourcen, auch in jedem Alter. Wachstumsressourcen, nutzt sie einfach aus. Und das würde ich wirklich als Botschaft jedem Menschen mitgeben da draußen. Wenn wir mal weggehen von dem sozusagen Heilen einer Krankheit oder einer Erkrankung, eines Unfalls, hin zur Prävention. Welche Krankheiten lassen sich durch Sport verhindern oder verzögern? Was weiß man da? Also wir wissen ja, dass natürlich erstmal die großen Stoffwechselerkrankungen, die wir gerade so haben, wie beispielsweise der Diabetes, herausragend zum Beispiel über wunderbares Muskeltraining kompensiert werden kann. Denn die Muskulatur frisst quasi den Zucker auf. Wir wissen, dass die Fettstoffwechselstörung durch ein regelmäßiges Ausdauertraining sehr gut in Grenzen gehalten werden kann. Wir wissen, dass die Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung, durch regelmäßiges Ausdauertraining auch minimiert oder reduziert werden kann. Wir wissen, dass die Herzschwäche, Herzleistungsfähigkeit eben positiv beeinflusst werden kann durch ein Ausdauertraining wie zum Beispiel das Rudern. Ruderer haben herausragende Kapazitäten im Bereich der Herzleistungsfähigkeit. Wir wissen, dass die Gelenkbeweglichkeit und damit die Arthrose vermieden werden kann durch regelmäßiges Gelenktraining wie Yoga, wie Gymnastik, wie Turnen. Frau Walter hat das ja wunderbar auch beschrieben. Ja, weil die Gelenke hängen am Tropf der Bewegung. Nur wenn sie bewegt werden, werden sie ernährt. Wir wissen, dass bestimmte Krebsformen sehr schön beeinflusst werden können, positiv Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, dadurch, dass sie erst gar nicht auftreten, weil das Immunsystem einfach stärker ist und viel besser arbeiten kann. Wir wissen, dass depressive Verstimmung, also psychische Belastungen, Erkrankungen sehr schön eben über das Ventil körperliche Aktivität behoben werden können und. Also ich kann gar nicht aufhören, weil die Prävention über körperliche Aktivität ist quasi in ihrem Wert unschätzbar und ohne Grenzen. Wir haben ja jetzt gerade eine ganze Reihe von Sportarten gesehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, vom Turnen übers Fechten bis hin zum Eishockey. Gibt es denn Sportarten, wo Sie sagen würden, die sind für ältere Menschen besonders geeignet oder welche, wo Sie sagen, die sind besonders eher nicht geeignet? Also ich würde erst mal sagen, welcher Inhalt steckt da drin? Und ich glaube, je älter wir werden, umso wichtiger ist es, zwei Inhalte zu machen. Der erste Inhalt ist ein Ausdauertraining, eine Ausdauerkomponente, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Dazu gehören insbesondere die klassischen Sportarten wie das Radeln, das Schwimmen, das Walken, das Nordic Walken, das Joggen oder auch das Rudern. Dann gibt es Sportarten, die notwendig sind, um die Muskulatur zu kräftigen. Denn ich sage immer, die Muskulatur braucht auch einen Heiligenschein, gerade für die älteren Herrschaften, weil nur Muskeln halten mobil, selbstständig, lassen Freunde besuchen, Tasche tragen, Treppe gehen. Das machen nur Muskeln, wer denn sonst? Und da heißt es also, Muskeltraining zu betreiben. Und da ist ein wunderbares Beispiel eben das Turnen. Da ist ein wunderbares Beispiel auch der Gang in das Fitnessstudio oder Yoga und Pilates. Das sind alles sehr kontrollierte körperliche Aktivitäten, häufig unter Anleitung, die wirklich toll sind. Also Ausdauertraining und Muskeltraining, das sollte die Kombination sein. Ich habe ein wenig Probleme bei Anfängern mit sehr dynamischen Sportarten, mit sehr vielen Spielsportarten, die manchmal unkontrolliert stattfinden. Das können Menschen machen, die seit 20 Jahren, 30 Jahren Tennis gespielt haben. Die können auch weiter Tennis spielen. Vielleicht etwas modifiziert, vielleicht etwas im Doppel langsamere Bälle, weichere Bälle, also auf Asche, weniger diese schnellen Grundböden oder andere Spielsportarten, die ich auch wieder gut finde. Da finde ich Volleyball besser als Fußball beispielsweise, weil Volleyball sehr gut zu kontrollieren. Spiele sind häufig in ihrer Belastungsdosierung manchmal nur schwer zu regulieren. Das heißt also, dynamische Sportarten, wenn sie zu dynamisch sind, da würde ich eher sagen, das sollten eher den Fortgeschrittenen und Könnern überlassen werden. Das auch egal in welchem Alter dann. Also da sind wir wieder beim Eishockey oder beim Rugby, wenn allzu viel Körperkontakt. Der Aspekt der Gesundheitsprävention, aber auch der Förderung. Frau Botor und Herr Weingart, haben Sie das auch erlebt? Herr Weingart, Sie haben eben schon beschrieben,
dass Sie eigentlich, also Sie bemerken, dass Ihre Vereinskollegen in dem höheren Alter, sage ich mal, alle geistig sehr fit sind. Trifft das denn auf die körperliche Fitness auch zu? Die sind alle richtig topfit. Wir haben natürlich einfach altersbedingt, da zwickt's hier, da zwickt's da, der eine hat hier was. Jetzt fehlt einer 6 Wochen aus, weil er einen neuen Herzschrittmacher kriegt. Es ist im Alter einfach so. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, wenigstens vorbeizukommen und zu sagen, wie es ihm geht. Er ist aus seiner Bude rausgekommen und hat sich bewegt. Das ist wichtig. Und ja, oder? Ich denke einfach, also wenn ich die Typen sehe, mit denen ich da zusammen bin, die könnten auch heute noch in ihrem Berufsleben was bewegen. Die sind einfach fit, körperlich und geistig. Körperlich, haben Sie denn selber... Es wird weniger, darüber kichern wir, aber wir machen was. Haben Sie denn selber die Erfahrung auch gemacht? Ja. Haben Sie selber auch die Erfahrung gemacht, dass Sie sagen, Mensch, wenn ich mal was habe, dann erhole ich mich schneller als zum Beispiel Bekannte, die nicht so viel Sport machen? Also davon können Sie ganz locker ausgehen. Also wenn man nach dem Sport, nach dem Duschen und nach dem Bier sich schlapp fühlt, dann hat man irgendwie auf die Dauer einen schlechten Trainingsstand. Die Erholung muss eben einfach da sein und das ist auch wichtig, denn das ist ein Problem, warum die Leute kaum in Bewegung kommen, weil sie sich hinterher 3 Tage kaputt fühlen. Nee, aber wenn du dich hinterher wohlfühlst, ey, ich habe das geschafft, gut. Hat Spaß gemacht, hat Freunde getroffen, dann das ist wichtig. Also Herr Weingart hat das ja gerade schon mal gesagt. Die wichtigste Leitlinie für das Sporttreiben, gerade für ältere Herrschaften, sollte immer das System der subjektiven Unterforderung sein. Was heißt das? Wow, ist das schön, das mache ich morgen wieder. Das ist das Grundprinzip der subjektiven Unterforderung. Danach kaputt auf die Couch fallen, das kann man mal tun. Ja, aber das macht dann langfristig keinen Spaß. Wenn man es dann aber regelmäßig doch versucht, erstens sich aufzutrainieren, dann wird man auch besser, kompensiert viel besser, braucht kürzere Regenerationszeiten, aber trotz allem ist es eben wichtig, niemals zu überziehen. Und leider sehe ich viele Anfänger und Anfängerinnen, weil sie kein Gefühl haben für das, was sie denn tun, dass sie am Anfang wirklich überziehen. Man kann am Anfang gar nicht so langsam wie möglich gehen oder walken oder radeln oder schwimmen. Langsam muss man einsteigen, weil der Körper muss ja erstmal mitgenommen werden in den Trainingsprozess. Das aktive Leben, nachdem man es vielleicht jahrelang nicht gemacht hat, braucht etwas Zeit. Wir gehen davon aus, bis der Körper wirklich belastbar ist, dauert das bis zu 6 Monate. Diese Zeit sollte man sich nehmen und danach kann man dann wirklich schön durchstarten, so wie Herr Weingart es gerade uns beschrieben hat. Ja, vielen Dank. Ich muss mal nachfragen, Frau Botor, können Sie uns noch hören und sehen, weil wir können Sie nicht mehr sehen. Ich habe hier nur eine schwarze Kachel. Ach, Sie können uns... Ich kann Sie alle gut hören und gut sehen. Das ist schön. Irgendwie ist uns aus einem Grunde auch immer Ihr Bild abhandengekommen. Aber wenn Sie uns hören können, dann wüsste ich nämlich gerne, Sie haben ja im Verein auch ältere Leute. Gibt es auch ältere Leute, die anfangen zu trainieren? Und wie gehen Sie dann damit um? Also was sagen Sie denen, was ist so eine richtige Dosis fürs Training? Was ist der richtige Abstand? Machen Sie da als Verein auch so eine Beratung für Leute, die gerne anfangen würden mit Trainieren? Eigentlich nicht in dem Sinn, weil ich es auch weniger jetzt als Training bezeichnen würde, sondern wir versuchen, die Leute einfach zur Bewegung zu bringen. Und das gibt es natürlich in ganz verschiedenen Formen. Und bei den Älteren, muss ich nochmal betonen, ist es wichtig, dass jemand da ist, der sagt, komm mit, das macht Spaß, das ist klasse. Und dass sie nach der Turnstunde merken, ach Gott, ich habe ja vergessen, dass ich eigentlich Kopfweh hatte oder dass meine Tochter krank ist, dass man einfach merkt, dass das Bewegen, der Sport befreit, den Körper beweglicher macht, den Geist befreit, in dem Sinn, dass man eben nun wirklich gar nicht an die ganzen Probleme denkt, sondern Momente hat, wo man wirklich sich auf den Körper konzentriert. Und gerade auch, wenn Herausforderungen kommen, bei mir sind es jetzt weniger schnell laufen oder sowas, sondern zum Beispiel Koordinationsbewegungen, Koordinationsübungen
wo der rechte Arm sich anders bewegt als der linke. Also der rechte Arm macht einen Kreis, der linke eine 8 und es gelingt meistens gar nicht gut. Und dann gibt es großes Gelächter und dann probiert es wieder. Oder Beweglichkeit der aller Gelenke. Und es darf also nicht, so eine Gymnastikstunde darf nicht immer gleich sein, meiner Meinung nach. Sie muss immer wieder neue Herausforderungen haben, Abwechslung und natürlich auch alle Schwerpunkte haben in Muskeltraining natürlich, in Beweglichkeit, Balanceübungen, ganz wichtig, also die Gelenke in Bewegung halten, die Wirbelsäule wirklich in alle Richtungen bewegen, in die es nur geht. Das sind nämlich eine ganze Menge Bewegungen, die die Wirbelsäule ausführen kann. Oder zum Beispiel, wenn man nur nach hinten schaut oder sogar vieles machen wir auf dem Stuhl und da kann man ganz viel machen. Und dann sage ich mal nach hinten schauen und viele können es nicht mehr. Und dann sage ich, ja, wie macht ihr das im Auto? Weil ich weiß, dass die Auto fahren. Und was machen sie dann, wenn sie dann kaum den Kopf über die Schulter bringen und gar nicht mehr nach hinten schauen können? Auch bewusst machen, was das auch für den Alltag bedeutet, dass man beweglich bleibt und dass man dabei bleibt. Also das sind meine Schwerpunkte in der Gymnastik hauptsächlich. Und dann auch, was die eine Frau gesagt hat, die im Film ist, vom Tanzen. Tanzen ist natürlich wirklich hervorragend. Es fordert ganz viele Fähigkeiten. Rhythmus, Schritte, Musik, Raum, eventuell Partner, jetzt nicht in der Pandemie, Gegenbewegungen, also und auch das Vorausnehmen der Bewegung, weil man ja genau mit dem Takt anfangen muss und nicht hinterher. Also ich bin auch der Meinung, dass Tanzen eine Sportart ist, wenn man es als Sportart bezeichnet, wie eine Bewegungsart ist, die ganz viele körperliche und geistige Anstrengungen braucht. Und Frau Bothe, Sie haben so viele interessante Sachen zu sagen. Wir würden Sie gerne dabei sehen. Könnten Sie mal schauen, ob unten links dieses kleine Kamerasymbol, ob das zufällig ausgeschaltet ist? Könnten Sie mal gucken, ob Sie uns... Oh, jetzt sehe ich auf jeden Fall zumindest schon mal wieder einen Schriftzug. Da sind Sie wieder. Hurra! Wir haben Sie zurück. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Ja, das fand ich gerade ganz interessant, was Sie sagten, Frau Bothe. Das würde ich direkt an Herrn Frohböse weitergeben. Das Tanzen ist ja generell, steht eh im Ruf, ein sehr guter Sport zu sein, gerade für ältere Menschen. Stimmt das? Ja, das muss man wirklich sagen. Und Frau Bothe hat ja gerade gesagt, ist es denn überhaupt Sport? Natürlich ist das Sport. Man kann es ja dynamisch machen und weniger dynamisch machen. Aber es strengt letztendlich Körper und Geist an. Und das ist das Schöne. Wir wissen ja alle, dass Musik immer animiert, bestimmte Bewegungsformen schön rhythmisch und schwingend auszuführen. Und wenn man das im sozialen Kontakt natürlich noch macht, dann ist es umso schöner. Es ist eine Sportart, weil es eben auch unsere mentale Leistungsfähigkeit, unsere kognitive Leistung, also unsere Gehirnleistungsfähigkeit wunderbar trainiert. Und auch das Gehirn ist ja überspitzt gesagt nur ein Muskel. Es kann ja trainiert werden. Und das machen wir wunderbar eben auch beim Tanzen. Und insofern ist das Tanzen eine Lifetime-Sportart, gerade auch für ältere Menschen im sozialen Kontext, ist eine wunderbare Möglichkeit, fit zu bleiben. Ein anderer Punkt, den Frau Bothe auch angesprochen hat, das war, dass sie sagte, wir machen auch so Gleichgewichtsübungen. Das ist ja auch was unglaublich wichtig ist, weil ich glaube, viele Ältere haben auch so ein bisschen Angst vor der einen oder anderen Sportart, weil sie sagen, da geht ein Verletzungsrisiko mit einher. Und was ist dann, wenn ich mir einen Oberschenkelhals breche? Und was ist, wenn ich mir einen Arm breche? Wie geht man damit um? Ja, natürlich. Also man muss erst mal sagen, es ist viel gefährlicher, keinen Sport zu treiben, als sich beim Sport zu verletzen. Das ist schon mal die wichtigste Botschaft. Ja, das heißt, man bekommt viel mehr Krankheit und Probleme aus dem Nicht-Sport treiben, als aus dem Sport treiben. 4% der Menschen, die Sport treiben, verletzen sich wirklich pro Jahr. Ist schon okay, aber ist meistens nicht so schlimm. Das sind Schürfwunden, das sind Prellungen, das sind kleine Muskelzerrung, das geht alles wieder vorbei. Und dementsprechend, wenn man aber altersangepasste, angeleitete sportliche Aktivitäten macht, dann ist die Gefahr, sich zu verletzen, absolut gering. Und das ist ja das, was Frau Bothe ja auch wunderbar beschreibt. In ihren Gruppen verletzt sich niemand.
entspannt. Die wissen alle, wie es geht. Sie bekommen eine gute Anleitung und dementsprechend auch beim Rudern, da verletzt sich niemand. Ja, weil alle gemeinsam körperlich aktiv sind. Keine Angst davor. Also, die Gefahr besteht im Nicht-Sporttreiben und nicht im Sporttreiben. Herr Weingart, Sie nicken. Möchten Sie was ergänzen? Ja, also man sieht das ja, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht, dass im Alter Beweglichkeit abnimmt. Und was ich immer wieder bedauere, ist eigentlich, dass viele Sportler, also auch bei uns hier, die alten Ruderer, relativ wenig bis gar keine Gymnastik machen. Das wäre für die richtig gut und wichtig. Also wir haben das eben auch gerade gesagt, beim Autofahren, es ist ja entsetzlich. Ich gucke nur noch in die Spiegel rechts und links und kriege den Kopf nicht mehr nach hinten. Das merken die Leute eigentlich, aber anstatt sich hinzusetzen und jeden Tag einfach 10-mal den Kopf nach rechts und nach links zu drehen, dann schaffen sie eben nach 2 Monaten 2 Zentimeter mehr, dass sie es weiter drehen können. Aber das Machen, das ist eigentlich wichtig. Ja, gibt es denn Dinge... Von der Couch ab in die Bewegung. Gibt es denn Dinge, wo Sie sagen würden, da achte ich inzwischen drauf, das traue ich mir so nicht mehr zu, das habe ich früher gemacht, aber jetzt mache ich es ruhiger? Das, denke ich, ist ganz normal. Wobei, also ich fahre jetzt im Januar Skilaufen. Das haben wir immer gemacht, das machen wir auch weiter. Also ich bin mal gespannt, wie es geht. Voriges Jahr ging ja nur nichts. Vielleicht geht dieses Jahr auch nichts. Und ich versuche das auf jeden Fall mit Abfahrtslauf. Und das habe ich seit meinem 18., 19. Lebensjahr gemacht, im Winter Skifahren. Es ist eine der schönsten Sachen, die Berge zu genießen. Und vielleicht eins noch, was Sie mit dem Radfahren sagten, es fahren unwahrscheinlich viele Leute Rennrad zwischenzeitlich. Also bei uns, die jungen Leute da im Ruderclub, die haben fast alle Top-Rennräder, mit denen sie so als nebenher zusätzlich zur Trainingsbelastung noch mal eine Runde bis zum Deister drehen oder über den Deister fahren. Und da gibt es eine ganze Menge Leute, die richtig auch in Gruppen da zusammen unterwegs sind. Frau Botor, wie ist es denn bei Ihnen? Ja. Ja, auf was ich verzichte. Ich verzichte aufs Skilaufen, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr allein aufstehen kann. Wenn ich hinfalle, dann muss ich warten, bis ein Enkel kommt und mich wieder hochhebt. Nicht, wenn ich an den Hang falle, sondern wenn ich irgendwie in einer Schneewehe stecke, zum Beispiel. Durch die hohen Skischuhe kommt man ja nicht mal an die Bindungen. Und dann habe ich gemerkt, nee, also das lasse ich jetzt. Ich hatte einen wunderschönen letzten Nachmittag mit blauem Himmel, mit Abfahrt. Und dann habe ich gesagt, das war das Letzte, meine beste Erinnerung an Skilaufen, ohne Sturz, ohne alles. Aber Autofahren lasse ich noch nicht. Allerdings würde ich keine langen Autofahrten machen. Ich fahre hier bekannte Wege, Einkäufe und ja, Freunde besuchen. Aber einmal im Jahr kommt ein Fahrlehrer zu mir ins Auto und fährt mit meinem Auto mit eine Stunde und sagt mir, wo ich jetzt noch mehr drauf achten muss. Also das mache ich jetzt regelmäßig und das wird auch vom ADAC etwas unterstützt. Und das rate ich auch allen, allen Älteren, dass sie ab und zu mal einen Experten mitfahren lassen. Und ja, dann sagt er jedes Mal, ja, ich muss kein Auge zudrücken, ich kann sie weiterfahren lassen. Das hat natürlich keine offizielle Bedeutung. Aber es ist für mich wichtig, dass ich da mit gutem Gewissen einsteigen kann. Die Augen sind in Ordnung, die habe ich gerade wieder kürzlich nachschauen lassen. Und insofern denke ich, dass es weiterklappt. Aber ich wollte noch was auch sagen zu den Stürzen. Herr Dr. Froböse, Herr Professor Froböse, es ist ja auch so, dass wenn Leute einen Bruch hatten, die viel Sport gemacht haben, die erholen sich ja viel schneller. Die sind ja viel schneller wieder auf den Beinen. Weil der Körper gewohnt ist, auch sich schneller zu regenerieren. Also das ist auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Meine Schwester mit 91, die hat einige Stürze gehabt, aber die ist ruckzuck wieder auf den Beinen.
Und die sagen immer, ja, das steht auf Männchen. Aber das kommt natürlich durch den Sport ein Leben lang. Herr Frau Böhl, das stimmt, ja. Vielleicht eine Antwort darauf. Ja, also erstmal empfiehlt es sich sowieso, beispielsweise vor einer Operation wissen wir, wenn man da einen guten Trainingszustand hat, sind die Nachwehen deutlich geringer. Das heißt also, man kommt viel, viel schneller wieder auf die Beine. Zum Beispiel bei einem künstlichen Hüftgelenk, was ja mittlerweile viele, viele Menschen im älteren Alter schon haben, dann ist man sehr, sehr viel schneller wieder belastet. Das heißt also, die Leistungsfähigkeit zahlt sich eben nicht nur im Alltag aus, sondern in vielen Lebenssituationen. Und das beschreibe ich auch immer, dass die Lebensqualität durch eine Fitness deutlich besser wird. Und das in allen Bereichen. Gerade auch unter dem Aspekt, dass Pflegebedürftigkeit vermieden werden kann. Und das unheimlich lange. Die letzten 2 Jahre sind für alle blöd. Aber letztendlich, je später sie kommen, umso besser ist das. Und das wollen wir doch alle. Das heißt, wir wollen doch alle eine hohe Lebensqualität haben und das ein Leben lang. Ich habe ja immer so einen etwas provokanten Spruch. Ich sage immer, Sportler sterben gesünder. Und da ist ganz viel dran. Ja, weil einfach die Leistungsfähigkeit ein Leben lang auf einem ganz hohen Niveau gehalten wird. Und das ist an sich der eigentliche Sinn auch des Sports. Es geht nicht um Marathon, es geht nicht um Spagat, es geht nicht um eine Klimmzug. Nein, es geht um die individuelle Lebensqualität. Und da sollte jeder wirklich in die Hand nehmen, sich selbst. Die Verantwortung nämlich hat niemand außer man selbst. Und das geht in der Regel, indem man etwas tut. Gesundheit jetzt kann man nicht kaufen, die muss man machen. Frau Botho hat ja eben schon erzählt, wie sie im Verein versucht, auch Leute zu motivieren und zu sagen, komm hier, guck mal, was du hinterher alles wieder kannst und nimm's doch nicht so ernst, fang erst mal an. Was würden Sie denn sagen, wenn man jetzt so einen Sportmuffel hat, so jemanden, der eben lieber auf der Couch ist, der vielleicht sein Leben lang nicht in Bewegung gekommen ist? Haben Sie irgendwelche Tipps, wie man sagt, ja, so könnte man auch nochmal motivieren? Also das andere ist ja so sehr rational auch, ne? Die Gesundheit, ja. Gesundheit ist ein abstraktes Konstrukt. Ja, und wenn die Gesundheit einigermaßen gut erscheint, die meisten Menschen fühlen sich ja ganz gut, obgleich sie ja viele Wehwehchen schon haben, betrügt man sich ja auch gerne selbst. Das Entscheidende ist aber, ich glaube, dass man immer darüber nachdenken muss. Und wenn man sich mal beachtet im Spiegel und vor allen Dingen die Fähigkeit, die man verloren hat, mal zurückblickt, dann sieht man schon, was man nicht mehr kann. Und wenn man da ehrlich mit sich selber umgeht, gibt es an sich keinen besseren Grund, da doch mal in eine neue Startposition wieder hineinzubekommen. Zum Zweiten ist die wichtigste Motivation meines Erachtens doch möglichst lange. Ich fahre in einem Zug, deswegen ist gerade was holprig. Einfach nicht übel nehmen, ich quatsch einfach weiter. Die Schienen sind wohl nicht gut verlegt hier gerade. Aber das, was ich meine, ist grundsätzlich, dass wir eine Motivation daraus schöpfen können, indem wir positive Erlebnisse aus der Aktivität erfahren. Und das ist das Entscheidende, dass man immer positives Erlebnis macht und sagt, ach ja, das hat mir so gut getan. Ich fühle mich besser, ich schlafe besser vor allen Dingen, ich bin ausgeglichener, ich bin nicht mehr so nervös, meine Herzleistungsfähigkeit wird besser, ich muss nicht mehr so viel Medikamente nehmen, weil auch das wird besser. So aus der Betrachtung des Alltags, ja, daraus kann man unheimlich viel schöpfen an Motivation. Aber jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn jemand anfängt, ne, dann ist man ja eh immer motiviert. Im Januar sind die Fitnessstudios voll. Dann mache ich das eine Weile, dann stelle ich vielleicht auch diesen positiven Effekt fest. Ne? Auf einmal schrumpft die Kleidergröße, aber dann lässt die Motivation doch wieder nach. Wie bleibt man denn am Ball? Ja, das ist meistens... Von Dellison, das ist meistens leider bei uns allen, bei den meisten, der war nicht bei uns Disziplinierten natürlich, die lebenslang den Sport quasi inhaliert haben. Das ist was ganz anderes. Bei uns ist er wie Zähneputzen, so kann man es ja beschreiben. Aber es ist in der Tat so, dass nach 6 bis 8 Wochen immer ein Motivationstief auftritt. Und da gibt es eine kleine Strategie. Also erstmal muss man sich ein kleines Ziel setzen, was man nach 6 bis 8 Wochen erreicht. Dass man sagt, okay, ich möchte 2 Kilo abnehmen, ich möchte 2 Kilometer spazieren gehen, ich möchte mal 2 Bahnen im Schwimmbad, ich möchte mal bis zum Rhein wieder mit dem Rad fahren und. Das sind so Ziele, die man sich setzen kann. Da bleibt man dran. Und dann nach 6 Wochen belohnt man sich, indem man sich ein paar Turnschuhe kauft, ein schönes T-Shirt kauft oder mit dem Partner oder der Partnerin essen geht. Dann das nächste Ziel, wieder 6 Wochen. Und so kommt man immer durch die Motivationstief durch, indem man dann also quasi eine Belohnung bekommt und wieder neue intrinsische Motivation erfährt. So kann man sich am Anfang selber schön über die ersten 6 Monate hinweg pflegen und dann ist man so richtig im Groove drin, dann bleibt man auch dabei. Welche Rolle spielen denn oder können Vereinskameraden spielen? Wir haben es beim Herrn Wein
Gerd gesehen, dass er sagt, das ist ganz wichtig bei der Frau Botor, die gesagt hat, in der Gemeinschaft, das ist ein zusätzlicher Wert. Ja, welche Rolle spielt das? Eindeutig, der soziale Kontext natürlich. Der bringt erstmal Spaß und Freude. Ja, das hören wir ja auch bei den beiden. Die gehen ja oft nicht zum Rudern, sondern die gehen zum Quatschen, zum Feiern, zum Klönen. Das ist es ja letztendlich. Und so soll es ja auch sein. Man verabredet sich, hat aber gleichzeitig eine Verantwortung. Auch man wird ja gefragt, warum kommst du nicht? Was ist los? Wo bist du? Ja, man wird angerufen. Auch das ist natürlich ein Konstrukt, was wunderbar eben Motivation nach innen schafft. Und vor allen Dingen letztendlich ist dadurch, dass man sich selber unterstützt, ja, selbst in schwierigeren Phasen, eben das Alleinsein, dann eben nicht mehr allein sein. Man ist mindestens zu zweit in einer größeren Gruppe und man wird wieder herangeführt, mitgenommen, begleitet. Und das ist ja an sich das Schöne. Denn aus den Sportgruppen heraus wissen wir ja, man ist eben nicht nur im Sport zusammen, sondern man schafft ja soziale Kontexte, die über den Sport hinaus wirken. Jetzt ist ja vielleicht so Vereinssport nicht jedermanns Sache, wenn man jetzt anfängt. Also ich nehme jetzt wirklich mal jemanden, den unser wunderbares Gespräch hier motiviert hat, zu sagen, komm, ehrlich gesagt, ich habe jetzt so viele gute Argumente gehört, ich will das. Aber ich habe vielleicht nur einen Sportverein oder gar keinen in der Nähe und das Angebot und wer weiß, dann sind die alle so Profis und ich hechel hinterher, will ich auch nicht. Wie wichtig kann es denn tatsächlich sein oder ist es nachweislich gut, sich einen Trainingspartner zu nehmen, wenigstens einen, bevor ich das alles mit mir selbst ausmachen muss? Ja, also ich glaube, Hippokrates hat immer schon mal gesagt, ich brauche einen, der mich an die Hand nimmt und mich durch das Leben begleitet. Das gilt insbesondere auch zum Sporttreiben. Das kann ein Freund, eine Partnerin, ein Partner sein, ein Lebensgefährte sein, der eine gewisse Grundkompetenz hat. Ich kann aber mir natürlich auch, nehmen wir mal das Thema Fitnessstudio, dort mich hinbegeben und bitten, dass ich vielleicht für eine gewisse Zeit einen Personal Trainer bekomme, der mir an die Seite gestellt wird. Also ich brauche eine Begleitung, die mich erstens motiviert, die mit mir meine Ziele bespricht, entsprechend meiner Interessen, die mir einen Plan macht und mir zeigt, wie es denn geht. Dabei muss ich an die Hand genommen werden. Viele machen es wirklich falsch und verlieren dann sehr schnell den Mut und die Motivation. Also eine Begleitung quasi, ein Buddy. Am Anfang, das tut unheimlich gut, weil er mich einfach auf den ersten Schritten begleitet. Herr Weingart, ja, Frau Butter. Ich finde wichtig, was also viele Vereine heute auch machen, das Kurssystem, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ja, jetzt muss ich ewig in dem Verein bleiben. Nein, die steigen mal ein mit 10 Stunden und nutzen ein Kurssystem. Das ist heute ganz üblich, natürlich auch bei den Volkshochschulen. Und ich denke, das ist auch ein guter Einstieg, dass man das Gefühl hat, ja, also jetzt bin ich da drin und muss drin bleiben. Da sind heute alle ein bisschen lockerer geworden, will ich sagen. Frau Botor, dann bleiben wir gerade mal bei Ihnen, bevor ich gleich nochmal zum Herrn Weingart gehen wollen würde. Aber wir haben ja jetzt diese Corona-Zeit und wir haben ja, wie wir gerade live erleben, sie ist auch noch nicht vorbei. Sport war ganz lange eben nicht möglich, also vor allen Dingen in der Halle nicht, im Team nicht. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, ich habe halt versucht, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, habe ihnen Trainingsprogramme geschickt, habe ihnen gesagt, wo sie beim Fernsehen mitmachen können, was der Verein auch anbietet an Videomöglichkeiten, online, Yogakurs und so weiter. Und dadurch sind die Kontakte weitgehend geblieben. Es haben eigentlich wenig, wie wir wieder anfangen konnten, waren die meisten immer noch dabei. Oh, das ist eine gute Bilanz. Herr Weingart, wie war es denn bei Ihnen? Rudern ist ja, Sie sagten, alleine rudert man eben so ein Achter nicht. Und so richtig auf genau. Abstand geht auch nicht. Wie war es bei Ihnen? Ja, es war einfach blöd. Wir hatten oder haben Gott sei Dank bei uns im Verein 4 oder 5 Dreier. Da musste der Mittelplatz frei bleiben. Dann hatten wir nämlich die genügende Distanz. Das ging soweit, aber es macht einfach keinen Spaß, weil so ein Boot dann nicht richtig ins Laufen kommt. Und wenn man das gewohnt ist oder das Gefühl in den Pobacken hat, wenn das Boot einem unter dem Po durchläuft, dass es schneller wird, dass man, wenn man ein bisschen mehr zieht oder etwas schneller die Skulls ins Wasser setzt, dass das Boot Fahrt aufnimmt, das hat man nicht. Das ist so wie Ziehen an der Mauer. Macht auch keinen richtigen Spaß. Aber
wir haben uns getroffen und das war eigentlich das Notwendige. Und also Sie haben durchgehend auch, trainieren können? In kleinem, ja, also wir sind dann unsere 12 Kilometer gefahren, das dauert ein paar Minuten länger, aber das war in Ordnung, aber es ist nicht so der ganz große Spaß. Und ich habe jetzt so ein paar Gespräche geführt, die sind eigentlich viel dober, weil wenn die neuen Corona-Verordnungen dann am Ende ganz böse greifen, dann ist das natürlich für Gruppen- und Gemeinschaftssportarten alles schwierig. Und da können wir also nur versuchen, soziale Kontakte zu halten. Telefon finde ich schöner, als da irgendwie eine Mail schreiben. Das geht auch, aber besser ist, miteinander zu schwatzen. Haben Sie denn bei Ihren Vereinskollegen eine Form von Lethargie festgestellt? Dann irgendwie gibt es bei Ihnen, also Frau Botor sagte eben, da sind wenig ausgestiegen. Wie ist es bei Ihnen? Also bei uns im Ruderverein haben wir auch wenig Leute, die den Verein verlassen haben. Es ist so, wir haben knapp 400 Mitglieder und jedes Jahr sind 20 oder 30, die den Verein verlassen, einfach, das ist in so einer Menge so. Aber es kommen auch genügend neue wieder dazu, sodass das über die Jahre sehr konstant gewesen ist. Wir haben im Verein Leute, die sich um richtige Greenhörner kümmern. Da sind Schnupperkurse, das läuft eigentlich das ganze Jahr durch, ging natürlich in Corona-Zeiten auch nicht. Und das sind dann überwiegend Leute zwischen 20 und 40 oder 50, die auch, wenn sie so ein bisschen Gemeinschaft geschnuppert haben und merken, egal wie viel ich kann oder nicht kann, ich werde da einfach mitgenommen, dann ist das ein gutes Gefühl für die und dann funktioniert das auch. Und das ist man merkt, in dem Moment, wo die an der Gemeinschaft schnuppern, ist das auch für die selbstverständlich, ich muss da dienstags hingehen oder so etwas. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Lassen Sie mich da ganz kurz einhaken. Weil wenn Sie sagen, wir haben viele Vereinsmitglieder, die sind so jung, und dann haben wir doch auch etliche, die sind am anderen Ende der Altersskala. Wie ist denn da das Zusammentrainieren? Funktioniert das oder ist das so, das ist der Altherrenachter und die anderen machen was anderes? Ja, also ich fange mal einfach unten bei den Zwergen an. Wir haben so um die 30, 35 Kinder, die von ehemaligen Rennruderern betreut werden. Und das funktioniert über Jahre gut. Nicht umsonst hat unser Verein da gerade wieder so eine Auszeichnung bekommen, dass er Talente fördert und Breitensport fördert und so weiter. Haben wir also jetzt die Woche gerade die Urkunde und das Geld dafür gekriegt. Das ging, glaube ich, über die Commerzbank. Sie kennen das sicherlich. Und dann haben wir die Gruppe der Rennruderer und wir haben die Gruppe der Freizeitsportler, wobei wichtig ist, dass sie, ich sage immer mal, jede Truppe muss einen Kapitän haben, der den Laden zusammenhält, der die Leute motiviert, der auch, ich habe das Glück gehabt, dass ich ein paar gute Ideen hatte. Da haben wir, also ja, Weihnachten machen wir Nikolausrudern. Da sind, also ein Kinderachter ist immer dabei und ein Achter von Leuten über 70. Und alles dazwischen auch. Wenn da 80 Leute vom Verein mit 400 Mitgliedern aufs Wasser gehen an einem Tag, sich ein Jahr lang freuen auf so eine Veranstaltung, was willst du mehr? Und es ist auch wichtig, dass die Leute sehen, da sind Junge und da sind Alte. Wir haben jetzt vor kurzem, wie wir nach dem Rudern so gesessen haben beim Bier, haben wir gejammert, dass wir so wenig Leute vom Verein in den Corona-Zeiten sehen. Weil Kontakte gehen eben nicht. Aber wenn man die vermisst, dann begibt man sich auch auf die Suche und sagt nicht nur, ich vermisse das, sondern fängt an und sagt, wie kriegen wir den Laden wieder zusammen, wo treffe ich welche? Und ich glaube, vielleicht noch mal einen Satz auch dazu. Sport hat ja die wunderbare Ressource, dass das Alter gar keine Rolle spielt in der Regel. Man kann mit Alt und Jung gemeinsam etwas machen. Nehmen wir mal das Rudern.
da ist doch egal, ob da ein 30-Jähriger oder ein 70-Jähriger im Ruderboot sitzt, hintereinander, sondern es kommt nur darauf an, wie harmonieren die miteinander, ist die Leistungsfähigkeit miteinander möglich. Und insofern, ja, ist es doch wirklich keine Frage des Alters mehr, sondern der Leistung. Und da zeigen uns die alten Ollen ja wunderbare Möglichkeiten, dass sie mit den Jungen manchmal noch mehr als mithalten können, sondern sogar noch besser sind, weil sie eben dauerhaft bei der Sportart sind. Und ich profitiere auch heute immer noch, wenn ich mal mit Alten wirklich rede, was die für Erfahrungen haben im Sport. Damit machen die ganz viel wieder wett, was die jungen Ungestümen noch gar nicht haben. Herr Weingart, können Sie das unterschreiben? Machen Sie die 30-Jährigen nass mit Ihrem 70er-Ruderer-Boot? Nee, viel schlimmer ist, diese trainierten jungen Kerlchen und Mädchen, die fahren uns alten Herren einfach davon, respektlos. Aber, ja. Das gibt es aber, sagen wir mal, bei uns auf dem Gewässer gibt es 3 Vereine. Das finden Sie auf dem Maschsee in Hannover nicht. Wenn 2 Ruderer, egal aus welchem Verein, sich treffen auf dem Wasser, da wird immer gegrüßt. Und wenn man sich über die Jahre kennt und weiß, die ist 20 Jahre oder 30 Jahre jünger, die grüßt da genauso zu den Alten wie die jungen Leute. Dass das eine Selbstverständlichkeit ist, das ist selten. Meistens fahren die alle aneinander vorbei und haben nichts miteinander zu tun. Wenn man dann jemanden trifft, wenn man irgendwie jemanden trifft von denen, dann kann es einem glatt passieren, ey, ich habe den Theo nicht gesehen, was ist denn mit dem los? Und also, dass die Jüngeren auch wirklich nach den Älteren dann fragen. Also sie fahren ihnen zwar respektlos davon, aber wenn sie sie nicht sehen, dann fehlen sie ihnen. Ja, ja. Aber ist es tatsächlich so? Das ist auch gut so. Ist es tatsächlich so, dass die Jüngeren auch tatsächlich den Kontakt zu den Älteren suchen? Also sie haben da wirklich generationenübergreifend eine Vereinstätigkeit. Also, wenn ich sage, es könnte noch besser sein, dann ist das Stöhnen auf hohem Niveau. Frau Botor, wie ist das bei Ihnen? Wie gut, also ist das auch so ein Sportverein, ein Kontakt zwischen den Generationen, Jüngere und Ältere? Ja, der Kontakt kommt normalerweise weniger zustande, aber natürlich haben wir Veranstaltungen für den ganzen Verein, jetzt leider nicht. Zum Beispiel eine große Vorführung, eine Gala, wo dann alle Abteilungen, auch die Älteren, auftreten und dann trifft man sich. Es gibt ja Proben und Absprachen und ich bin ja auch im Verein im Vorstand und da treffen sich Jüngere und Ältere auf jeden Fall. Und ich freue mich eigentlich unwahrscheinlich, gerade bei uns im Verein, wie die Jüngeren sich da einbringen. Also das ist, glaube ich, heute gar nicht so selbstverständlich. Aber das sollte sehr gepflegt werden, dass da keine Lücken entstehen, dass wirklich jede Generation auch vertreten ist. Also da sollten gerade Vereine sehr darauf achten, dass sie nicht überaltern. Was Corona betrifft, haben wir jetzt im Verein, das ist ein sehr großer Verein mit über 1500 oder 1600 Mitgliedern, dass mehr Jüngere jetzt aufgegeben haben als die Älteren. Aber es liegt natürlich daran, dass keine Kinderkurse stattfinden können, kein Kinderturnen. Und dann sagen die Eltern, ja, dann lassen wir es halt eine Weile. Es ist ja auch eine Frage der Kosten. Und die meisten sagen, aber wir kommen wieder. Und in meiner Gruppe ist es möglich, jetzt mit G2 die Turnstunden durchzuführen, aber natürlich mit nötigem Abstand. Das wird sogar zum Teil abgemessen und mit Bieruntersetzern gezeichnet. Und man trifft sich nur mit Masken beim Reinkommen. Und dann, wenn man auf dem Platz ist, sieht das auf seinem Platz, dann heißt die Maske ab und dann geht's los. Und beim Rausgehen genauso. Also das lässt sich gut organisieren. Wir sind dankbar, dass das möglich ist. Ich muss kurz dazwischen gehen, Frau Botor, leider, weil der Ton gerade ganz, ganz schlecht geworden ist. Wir konnten Sie kaum noch verstehen. Sagen Sie noch mal einen Satz, bitte. Ja. Ja, wunderbar. Jetzt höre ich Sie wieder. Sie sagten also, man trifft sich so mit Maske beim Rein- und Rausgehen. Bis dahin waren Sie gut zu verstehen. Wie ging der Satz weiter? Und dass man in der Halle eben die Abstände abmisst.
mit, dass jeder weiß, wo sein Platz ist. Entweder stehen Stühle im Abstand oder sind Bieruntersetzer im Abstand. Und jeder hat dann seinen Platz, was natürlich im Vergleich zu früher furchtbar schade ist, denn die Begegnung ist ja in der Bewegung ist ja gerade wichtig. Aber es geht im Moment nicht. Ja, Herr Frohböse, ich würde gerne einen Aspekt noch ansprechen, weil wir haben ja jetzt über Leute gesprochen, die sich in einem, zumindest in einem gewissen Maße bewegen können, die es vielleicht nicht immer wollen. Aber was machen denn die, die wirklich in ihrer Bewegung extrem eingeschränkt sind, also die fast nichts mehr machen können? Gibt es was, was die trotzdem auch noch machen können? Also erstmal ist der Sport ja eine wunderbare Schmiede der Inklusion. Das heißt also, alle können in der Regel miteinander Sport treiben, je nachdem, welche Aufgaben man stellt. Aber nicht umsonst hat der Deutsche Olympische Sportbund ja eine Abteilung, der DBS, der Deutsche Behindertensportverband, der Reha-Sport anbietet. Und Reha-Sport heißt letztendlich, dass jeder Arzt für jeden Betroffenen, unabhängig von der Indikation, also von der Problematik her, eine Sportstunde, einen Sportkurs verschreiben kann. Und da gibt es wunderbare Vereine vor Ort, überall in ganz Deutschland, die organisiert sind. Dort gibt es Menschen mit Gelenkproblemen, mit Schlaganfällen, mit Querschnittlähmung, Menschen, die großartige Hirnprobleme haben, auch die wirklich kaum noch gehen können, die ins Wasser gebracht werden und dort Schwimmtechniken erlernen und. Also hier sollte man einfach mal bei dem Deutschen Behindertensport nachfragen oder bei einer Reha-Sportgruppe mit dem Arzt diskutieren. Der kann bis zu 50 Sporteinheiten pro Jahr verordnen, auch nach einem Herzinfarkt, bei Herzinsuffizienz und gibt's ganz spezielle, gut ausgebildete Übungsleiter, die das anbieten. Da ist man in wunderbaren Händen, häufig auch mit ärztlicher Kontrolle und Anleitung. Dort bekommt man eben, egal wie schwer oder wie leicht man behindert ist, immer eine Anleitung. Also jeder kann etwas tun, wer es denn möchte. Ich merke schon, Ausreden werden hier einfach nicht gelten gelassen in dieser Runde. Frau Butor, wie soll es für Sie weitergehen? Wir haben jetzt knapp 90 Jahre ein erfolgreiches Sportlerinnenleben. Was haben Sie noch vor? Ja, weitermachen, solange es geht. Natürlich. Nicht aufhören, wenn ich solange noch was machen kann und auch Leute auch noch motivieren kann, werde ich das immer versuchen. Also bis jetzt sehe ich noch keinen Anlass aufzuhören. Was bei mir persönlich ein Problem ist, ist, dass ich etwas mit Polyneuropathie zu kämpfen habe. Das heißt, die Balance lässt nach und dann ist halt der Rollator das nächste Gefährt, was ich habe. Und dann werde ich halt mit dem Rollator Sport machen. Oder auch mit einer Gruppe, die ich dann anleite und wo man Stühle hat und Rollatoren. Und in der Halle sich weiter bewegen kann. Also aufhören werde ich nicht, solange ich kann. Sehr schön. Und Herr Weingart, wie ist es bei Ihnen? Einmal mit dem Ruderachter über den Ärmelkanal in diesem Sommer? Nicht so ganz. Ich habe gehört, die haben da so hohe Wellen. Und das ist nicht gut für ein Ruderboot. Also unser Heimatgewässer, ich zeige das mal, vielleicht so, wenn die Welle 2 Zentimeter hoch ist, das ist für uns schon raues Wasser. In Köln-Fühlingen, da ist auf dem See, wenn der Westwind weht, ist das auch nicht so angenehm. Oder in Duisburg auf der Regattastrecke. Da macht das nicht so richtig Spaß. Aber soweit es irgendwie geht, werden wir rudern. Und der Verein hat für uns und mit uns jetzt ein neues Boot gekauft. Also wir haben reichlich Boote an die 100 und das ist ein sogenannter Tiefeinsteiger. Da kann man bequemer einsteigen als in so ein Rennboot. Wobei man eins sagen muss, wenn wir anlegen und aussteigen, sollte man lieber nicht zugucken. Da ist es ein bisschen schwieriger. Das ist keine Werbung. Aber wenn man uns auf dem Wasser sieht, kann man nur sagen, es lohnt sich, hingeguckt zu haben. Ich würde das gerne als Schluss, genau das würde ich gerne als Schlusswort nehmen, denn es lohnt sich sicherlich hingeguckt zu haben für alle die uns jetzt zugeschaltet waren. Ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen. Anfangen, Spaß haben, dranbleiben, wenn ich es mal so zusammenfassen soll. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen dreien für diese Diskussion und den Anstupser für alle diejenigen von uns, die sich mit Sport vielleicht ein bisschen schwerer tun. Ich kann Ihnen sagen, das war eine ausgesprochen motivierende
motivierende Runde. Vielen lieben Dank dafür. Und Ihnen allen zu Hause, vielleicht nutzen Sie jetzt mal die Gelegenheit der Mittagspause für einen schönen langen Spaziergang oder ein bisschen Gymnastik im Wohnzimmer. Wir sind nämlich erst um 14.30 Uhr wieder hier mit unserem Programm. Dann darf ich Ihnen zwei ganz faszinierende Tandems vorstellen von alt und jung. Also spätestens dann lohnt es sich auch wieder vor dem Computer zu sitzen. Aber nutzen Sie die Gelegenheit, vielleicht zwischendrin sich ein bisschen zu bewegen. Was es bringt, haben Sie gerade gesehen. Nochmal herzlichen Dank an alle Diskutanten. Ich wette, Herr Frohböse, Sie machen jetzt als erstes mal einen schönen langen Strandspaziergang auf Sylt, oder? Als Bewegungseinheit Nummer eins. Ah. Ja, wir sind angekommen, wir sind gerade fast, wir sind schon wieder auf der Insel angekommen und das werden wir natürlich tun. Also gleich geht's raus an den Strand, an die frische Luft und den Wind um die Nase wehen. Unsere herzlichen Grüße gehen ans Meer, nach Hannover und nach Laa im Schwarzwald. Vielen lieben Dank für Ihre Teilnahme an dieser Diskussion und allen, die uns jetzt zugeschaut haben. Wie gesagt, wenn es Sie interessiert, um 14.30 Uhr geht's weiter. Bis dann. Bis dann. Tschüss, danke. Tschüss.